Auf technischer Seite ist es wirklich. Ach, die Brücke, jetzt kommen die Luchadores. Ich weiß Bescheid. When I left Stillwater for the Senate, I Oh, vowed die Alte. never to forget my hometown roots. My husband gave his life defending Stillwater from gang violence. It is my greatest privilege to honor him with this bridge. Das war eine große Bastelschere. Ja, da sind die Lodges. Und tschüss. Killbane. Time for the high spot, boys. Digga, so viele Raketen, das ist wie in der letzten. Wie in dem Kampf von Hogwarts im letzten Harry Potter-Film, ey. Ja, schön die eigene Männer versenken, gut gemacht. Oh Gott, hier ist der wieder drin. Na gut, dass er aufs Gas gedrückt hat. Oh, das war eine schöne Brücke. Whoever this crew is, they flow pretty damn good. They're Killbane's thugs. Kill who? He's the syndicate's attack dog. What he did to Johnny's funeral, that's over the fucking limit. He doesn't care about rules of engagement. No rules? I can work with that. You're not ready to fight the syndicate. Watch us. Just relax, Shandy. All right, big man, what do you got? There are others who hate the syndicate as much as you do. I will take you to them. Can you believe this? On my husband's bridge! No, 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 I will not come down. I am heading back to the hill. Book an emergency session. God damn it, this is war! Ja, das ist so richtig. Alright, who's first? Picking up a girl named Kinsey Kensington. Ach, Kinsey! Stimmt, die gab's ja auch noch. Oleg said she was with the FBI. Kinsey war super. Ja. Don't stress, she was kicked out. So we're getting a shitty fat. Oh, don't start hating because we're getting a new girl. Are you serious? I'm not saying, I'm just saying. I'm not jealous. Irgendwie nicht. Who said jealous? That's all on you, girl? Oh my god. Pause. Why was Kinsey booted? Oleg didn't give me all the details, but he made it sound like Kinsey was about to out the syndicate, so the Decker set her up for a fall. I'm scared. I hope she's worth the hassle. Only one way to find out. We gotta get on that bar. Oh. Oh, Arschbombe! Eieiei. Bist du? Ja. Pierce ist nämlich drin. Wasserscheu? Ja, gut, okay. Muss ich hier nah anhalten oder so? Pierce, muss ich Händchen halten? Funktioniert tatsächlich. Danke. Gut, ja, Abfahrt. Das meine ich halt, oder? Keine Animation fürs Einsteigen, spawnen da so komisch rein. Ja, das ist halt. Aber ich hänge schon. Ja, das ist halt das, was ich meinte. Aber ist das ja ein cooles Spiel. Ja, na klar. Es ist halt ein komplett beklopptes Spiel, aber auf eine gute Art. Es ist irgendwo doch ein Klassiker. Ich meine, das ist auch irgendwie das. Ne? Die haben absolut viele Schwächen, aber irgendwo sind es erreicht. Ach, die kommen jetzt, die blauen. Die Schlümpfe. Ja, die Deckers, die Dachdeckers. Die Dachdeckers. Also, wir sind aufs Boot. Die Titanic nachspielen. Okay. Moin, Jungs. Nein, ich bin im. Ich bin im Container gelandet. Wie im Container? Ja. Ja, bist du bei Big Brother jetzt dabei in der neuen Staffel oder was? Yep. Cool, Alter. Gut, Aber nicht so cool, das ist gar nicht. Hallo, ich wir übernehmen da mal, ne? Ich wollte eigentlich gerade. Ihr habt ein gutes Schwert haben, Jungs? Ich hätte gerne so ein gutes Schwert bei euch. Aber warte, ich brauch mal kurz ein Schwert. Stolz? Nö, okay, ich könnte. Ich bin auch ein Arschloch, der lässt sich jetzt mal liegen, ein Schwert. Ja. Wir gerne was? Oh, Pierce. Oh, ich hasse dich. Hier ist es so schlecht, ey. Es ist unglaublich.
Well, the De Winters are keeping Zemos at Safe Word. What? The De Winters are the twin sisters that run prostitution in Steelport. Zemos was their competition, so the sisters locked him up. And Safe Word is just a BDSM club that caters to various acts of perversion. The name comes from... We got it. Mine's Teacup. I'll get her out of here. Have fun at the Gimp Show. Wieso ruckel ich? Und Pierce läuft ohne ruckeln. Wieso fällt er auf die Fresse? Und wieso streckigst du ihn weg? Weil er verdient hat. Geil. For God's sake, thanks for freeing me. You and this Zemo guy makes two. Usually I get three people to help me. I think I know someone to help, but I gotta find him first. I'll call you when I have a location. Ach, an die Mission erinnere ich noch. In den... komischen BDSM-Club. Simos war der, der mit dieser komischen, Roboterstimme singt die ganze Zeit. Muss er das eigentlich machen oder macht er das aus Stilmitteln oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Entweder hat er halt so eine Voicebox in seinem Hals, weil die Stimmbänder fehlen, oder ist es ein Stilmittel? Eins von beiden, ich bin mir nicht mehr sicher. Wir werden es bestimmt bald wieder rausfinden. Hallo? Guten Morgen! Okay. Wir sind hier, um ihr Etablissement abzufackeln! Hallöchen! Ey, was macht ihr da Unartiges? Tell me where Zemos is or I'm gonna beat you stupid! Oh, yes! Was? Oh, you gotta be kidding me. Nein, hör auf, mich anzufassen! Fass mich nicht an, du Schwein! I've been bad! Was? Kids! Ja, komm, ich hab... Alter, ich schlage mir meinen Penetrator ein, Hurensohn. Und er mag das. Okay. Ja, ich... Okay. The manager, where is he? I don't know anything. I'm just here for a bachelor party. Damn it. Ah, gut, dann fragen wir mal freundlich den Besitzer. So, Junggesellschaft abgebändert. Hallöchen. Ich darf doch mal, ne? Where's Zemos? If I say anything, oh, Pierce, verpiss dich aus der Tür, du Arschloch. If you don't say anything, something else is getting cut off. He's in the pony barn. All right. Sehr gut. Wie bitte? Get the fuck out of here! Cool, ich just like old times. Oh Gott. Oh. hier runter, ne? Ich such grad die. Nee, war's schon richtig. Also hier da, beim Besitzer und da ist Hintertür. Ja. Ach so, ja, nee, ich war. Ja, ich bin. Ja, okay. Ich hab gesehen, dass es da auch direkt runter geht. Ich hab keine. Okay, ich weiß nicht, ob es 2W gibt, auf jeden Fall. Ja, nee, das ist schon richtig, da wo du bist. Es ist. Nehmen die. Ist hier oben. Da war ich falsch. Ist hier noch was? Ey. Oh Gott, man kann nicht mal kurz nach oben. Oh, guten Morgen. Good girls kick ass. I never see this place again. It'll be too komisch. How are we gonna find Zemos? Look for the cat in here who isn't excited to be eating a ball gag? Or just look for the guy with the rhinestone Z on his back? Fuck out of here, man. Oh, well, shit, that's convenient. They went this way. Oh, shit. We don't got time, Zemos. Mush! Was? Nein. Oh Gott. Ich frag gar nicht, okay? Nee, tu's nicht. Warum jetzt mit... Nein. Warum haben die eine eigene Kutsche? Ey, warum rennen die uns hinterher, wenn die Typen schon tot sind? Piss euch, ihr Affen. Meinst du? Ja. Ich glaube, das ist komplett normal. Sorry about making you, you know, pull us around. This is a rescue, right? This ain't some elaborate setup for a gangbang. Why you gotta put that image in my head, bro? Oh, I'll go with rescue then. I would shake your hands, but them floors were a little sticky, if you know what I'm saying. Fass mich nicht an! I'm good. Find a moist towelette or something. What's up? I found the guy he was talking about. Oh, hier ist noch ein Gang. His name's Angel de la Muerte.
She was Kilbane's tag team partner until Angel went crazy. Until Angel went crazy or Kilbane went crazy. Also mit durchfahren, mich nicht überfahren, meinst du, ich hätte es gelogen. Du bist mir auf einmal in das Auto gelaufen. Du weißt schon, dass der Autofahrer aufpassen muss, ne? Ja, als Zwauensteig ein. Why didn't you start with that? You have too many questions. Ach, jetzt steig doch, Alter, bist du gerade dumm. Nee, das geht noch. Thanks, ach, Angel. Ah ne, der hieß ja wirklich Angel, der like Typ, ne? Ever. Ich würde jetzt Angel aber auch sagen. Aber Angel macht mehr Sinn, weil das ja ein Luchador, also ein mexikanischer Profi-Wrestler ist. Na egal, aber ich glaube, wir haben im Spiel auch mehr Angel genannt. Ich glaube auch. Er ist schlauer als Pierce. Ich meine, das ist schon nicht schwer, aber. Boah, kann sagen, das ist. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob er auch weniger nervig ist als Pierce. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Das ist ja die einzige, die Mission ist richtig lang. Obwohl die jetzt eben nur 10 Minuten ist, oder so. Ja, ja. Die hat doppelt so lange gebraucht wie die ersten drei zusammen. Wir spielen wieder erst eine halbe Stunde, ne? Ich glaube, wir haben schon richtig viel. Ja, ja. Ja, aber schon Level 19, ey, meine Fresse. Warum nicken wir alle so, wenn wir fahren? Das ist. Oder warum? Wahrscheinlich, weil ich Radio an hab. Ich höre das Radio auch. Ist ja geil, stimmt. Wie du es angemacht hast. Ja, geil. Ich mag den Song ja, aber ich mag den Interpreten nicht. Naja, gut, kann man nichts machen. Also, den Song höre ich nicht. Okay, dann haben wir wieder unterschiedliches Radio. Was hörst du denn? Kanye West. Den Song gut, aber der Typ ist halt schon echt sehr problematisch. Okay. Hau ab hier. Was soll das denn? Alter, beruhig dich mal. Tötet die Luchadores. Okay. Irgendwann. Oh fuck. Oh, das ist wieder ein Oleg. Nicht aufs Auto, hast du nicht abbezahlt. Oh Gott, da will ich auf den Sack gehen. Nein! Ah! Ich sehe schon, ihr mögt euch. Kommt zu labern und gib mir Rückendeckung, bevor er mich umbringt. Hat ein Lähmungsgewehr, funktioniert das? Nee. Oh, okay, cool. Ich weiß nicht, was das war, aber. Weiß ich auch nicht. Der ist halt weg, ne? Ja. Ja, der Oleg ist down. Ich glaube, es war jetzt nicht so eine gute Idee, dass ich die Raketen benutzt habe. Nee, du hast den dann mit mich umgebracht. Dich? Oh, sorry. Ja, nee, den Gimp hier. Ja, der ist egal. Der ist egal. Aber ich hab dich gerettet. Das ist wohl irgendwo richtig. Komm mal kurz her. Oleg! Let's komm! Go. Ja! Don't worry. Zwei geile Boah, was hätte er! Left to kill. Let's head inside and find Angel. Ich hab nur eine Rakete mit dem Ding, das ist ja so langweilig. Da ist er. American Runner. Ich kenne die ganzen Wrestling Moves noch. You're not one of Lorenz Brutes. And you are not one of Kilbane's luchadors. Aber die schon. No, oh. But they are. Das sag ich doch. Das stimmt. Oh, doch ein Oleg. Ah, ich glaube, ich erinnere mich, was jetzt nachher kommen wird. Ah ja, stimmt. Ja, ja. Da kommt die WrestleMania, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie das Ding hier hieß. Murder Brawl hieß es, glaube ich. Das war auch komplett wild. Ja, Oleg gegen Oleg, komm! Oh, Oleg, du bist so ein Loh. Oh, der macht unseren Oleg ganz schön kaputt hier. You are no child of mine. Okay. Just an abomination. Ah, hau ihn weg. Still got it. Ja, Wrestling kann ich auch. Ja, Lotschers. Das ist nicht Penetrator-Wrestling. Neuer Wrestling-Art, willst du mal ausprobieren?
gerade erfunden. Funden auf Otto.de nämlich. Funden auf Otto.de. Es ist irgendwie nur traurig, wie Guba mit dem Penetrator durchkommt. What the fuck is a oh oh. Gut, Minigun Fritze. Habe ich eine Schrotze? Ja. I'll take care of this. Warten Sie. Oh. Hey, ich mal bessere Ideen. Er ist fast tot. Ich auch. Oh. Perfekt, warte, ich kill ihn kurz. So. Spoiler, runterspringen irgendwo ist nicht eine gute Idee. Das ist nicht wie bei. Ja, das ist nicht Borderlands. Okay. Dann mach ihn fertig. Das ist dafür, dass ich runtergesprungen bin. Okay, dafür kannst du nichts, aber trotzdem. So. Okay. Ich glaube, wir haben zu viel Borderlands gespielt. Oh. Kann man überhaupt zu viel Borderlands spielen? Ach, nein, scheiße, was ist das denn? Wow! Nee, ich hab doch gesagt, Feuerbeschattung, ich bin für Seebeschattung, hab ich schon jetzt mal beantwortet. Au! Na komm, Süßer! Nice. Richtig. Well, ladies and gentlemen, Philippe is dead, and we are at a crossroads. And the question is, who will lead the syndicate to a new era? Eine geht jetzt baden. Hyola and Kiki were Mr. Loren's right hands. I had someone else in mind. Excuse me? The syndicate has to answer for what they did. And this time, we're taking the fight to them. Since we don't know Steelport, I brought in some people who do. This is Kinsey, Zemos, and Angel. The barbarians are at the gate! We need a general, not an ambassador! Calm down, Eddie. What? Oh, yeah. Did you call me? What would you like us to do, Kilbane? Something. Anything! Before I wonder why I keep you bookends around! Talk to one of these guys. They'll have things for you to do. It's our time now. Let's get this shit started. Rückkehr nach Steelport. Level 20. Was bist du, Level 20? Ja, wieso? Ich bin 18. Lol. Warum kriegt man den Penetrator als Belohnung? Man den kriegt sie mit 300 Dollar. What the? Das ist eine Belohnung. Geil. Wollte schon mal einen Penetrator. Hey, 300 Dollar gespart. Ich muss unbedingt. Ich brauche Waffen und zwar viele Waffen. Ne, und Munition. Oh, cool. Ich habe den Sammelobjektfinder gekauft. Damit können wir die ganzen scheiß Sammelobjekte in der Welt finden. Oh, Sprinterhöhung 3. Ja, perfekt. Oh, ich habe gerade 80.000 Dollar oder so für Upgrades ausgegeben. Ja, natürlich müssen wir auch noch ein paar Dinge kaufen, ne? Was meinst du? Leben. Ja, das stimmt. Ja gut, Gesundheitsregeneration. Aber das kommt eh nach und nach. Gesundheitsregeneration. Ja, ah cool, die erste Mission von Angel ist direkt Versicherungsbetrug. Aber bevor wir uns der Sache annehmen, würde ich ganz gerne erstmal nochmal wieder Munition kaufen, weil meine Pistolen sind schon wieder leer. Es ist jetzt nicht so, dass es alles Aktivitäten sind indirekt und einfach nur als Hauptmission getarnt? Ja, das kann sein, das war mit Pierce und dem Versicherungsbetrug letzten Endes im Grunde genau das gleiche. Ich hätte gerne mal eine Garage. Oh, Cyberfahrt. Erinnerst du dich? Gerade nicht so wirklich, ne? Ich glaube, das war die Mission, wo ich vorhin meinte. Nee, aber ich weiß, dass es so eine Mission Saints Row 4 gab. Ja, ich glaube in 3 auch. Ich glaube, ich müsste fahren. Glaube ich. Das war überhaupt nicht gefahren. Oh, cool. Das ist Motorrad deine Garage. Ah, hier kannst du eine Fahrzeuge abstellen. Achso, danke. Danke, dass du meine Funktion der Garage erklärt hast. Aber es sind noch neue Aktivitäten auf der Karte aufgetaucht, sehe ich gerade. Ich werde jetzt erstmal zum Waffenladen fahren, natürlich, und... Dann werde ich mal gucken, was wir da so Schönes finden. Und wenn ich irgendwo... Also du musst den Sammelbackfilm im Grunde nicht kaufen.
Weil ich ihn ja habe. Wenn ich irgendwo was sehe, was wir mitnehmen können, dann mache ich das direkt. Wie teuer ist denn der? 49.000. Und, ja gut, das kann ich mir immer, warte mal, wie viel Bargeld habe ich? 47.000. Guck mal, ich habe gerade eine Geldpalette gefunden. Kann ich ja immer noch kaufen. Ja eben, kannst du später noch holen. Aber im Moment reicht es eigentlich, wenn ich den hab, so, weil ja, okay. Die zählen ja eh für uns beide die Objekte, so. Ja, das andere wieder nicht, weil Gründe. Ja, weil ist halt so. Was kostet der Laden hier? Genau, das wollte ich eben gerade auch machen, ein bisschen Laden kaufen. 5.000, ja, warum nicht? Also die Nobelkarren gehen wirklich zu fahren, also... Ja. Ich habe ja auch gerade so ein Motorrad aus der Garage, wahrscheinlich so ein DLC-Ding, und das fährt sich tatsächlich auch sehr gut. Ach, guck mal, hier ist so ein, wie heißt das Ding? Kann ich das mit dem Motorrad einsammeln? Ja, Drogenpaket, perfekt. Oh, 12.000, ich habe die Bootstocks gekauft, dann schlecht, warum nicht? In diesem dusseligen Sammelobjektfinder kann man sogar die Dinger ganz gut sammeln, das finde ich halt eine ganz coole Lösung, dass du sagst... Klar, die Sammlerobjekte sind eigentlich versteckt, aber wenn du Geld bezahlst, dann kannst du die halt sichtbar machen. So, dann ist es halt nicht ganz so nervig. Finde ich eigentlich ganz okay. Ja, also, dann mache ich auch mal ganz gerne die 100%, wenn man das kaufen kann. Weil ich halt ja, richtig. Laufen und das macht kein Mensch. Also ich nicht. Nee, richtig. Das bin ja schon mal GTA Vice City genervt, wenn ich da die versteckten Päckchen sammeln müsste. Was ich die tue. Ah, stimmt! Auf Level 4 haben die Silver Borders hier sogar Explosiv-Muni. Aber die kann ich mir gerade nicht mehr leisten, weil ich alles auf den Kopf gehauen habe. Na gut, aber bald. Sehr bald. Warte mal, wie viel? Das wird lustig. Ah, ich hab schon wieder Bargeld. Cool. Dankeschön. Ich wollte dir zu einer Aktivität mal fahren. Rusty der Spasti. Rusty der Spasti, ja, ja. Man merkt, wir haben schon echt viel zusammen erlebt. Vieles ja. Aufgebaut und erschaffen. In den. Unglaublich, wie viele Insider wir haben. Oh, ne? Na, in den 9 Jahren. 9 Jahren, ne? Ja. Ab 9 Jahre? Scheiße, ab August, ey. Ab August, sind wir jetzt bei 8,5. Das ist ja komplett verrückt, ey. 10 müssen wir feiern. Ja, so. Müssen wir nicht irgendwie uns was ausdenken. Gott. Oh, aber da sind noch mehr, Sammelsachen. Ich nehme jetzt alles mit, was ich unterwegs finde, ist mir egal. Ja, Tule kann zwangern. Genau. Ich muss mir immer Muni holen. Ich hab ganz vergessen, dass es diesen Sallobjektfinder gibt. Das ist ein cooles Feature, ich mag das wirklich. Da ist eine Fotogelegenheit, das nehmen wir auch mal gleich mit, würde ich sagen. Also ich lust ja jedes Mal das gleiche zu sehen. Ich bringe jemanden um und sagte, ey, du könntest mich mal umbringen. Ja, wenn ich ihn umbringe, könnte ich ihn umbringen. Das ist richtig. Was ja. Umbringen verstanden. Ja, gut. So, Fantreffen gefunden. I'm number one fan. Achso, das ist auch ein Sammlerobjekt, ach du Scheiße. Ja. Das ist ja egal, ich nehme alles mit, was ich auf der Karte sehe. Ich glaube, das ist Sexpunkt. Das für haben wir letztes Mal nicht gemacht. Ich glaube, wir haben letztes Mal. Nee. Das weiß ich. Das haben wir nicht. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, ja. Was ist da unten? Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ah, oh, ein bisschen durch die Gegend fahren. Ah ja, da ist die Sexpuppe. Bringt auch mal ein bisschen Geld noch mit rein. Und da ist eine Aktivität. Mal gucken, was haben wir da Schönes? Oh, ich weiß nicht mal, was das ist. Amokfahrt, was war das denn für ein Scheiß?